Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert von Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Haumesser, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Es geht um das Condor Heavy Duty Kukri und das ist ein geiles Teil. Vielleicht kennt ihr das aus Seven vs. Wild mit Fritz Meinecke und ja, ich möchte es euch heute mal genauer zeigen und möchte auch ein paar Tests machen, aber zuallererst geht's ans Auspacken, das fetzt. Viel Spaß! Ja, wenn ihr euch für das Condor Heavy Duty Kukri interessiert, werdet ihr feststellen, das kann man fast nirgendwo mehr in Deutschland kaufen. Eigentlich in jedem Shop ist es ausverkauft. Das liegt an natürlich Seven vs. Wild. Fritz Meinecke rennt damit durch Schweden und das ist einfach geil. Auch mich hat es gehuckt. Ich habe mich vorher schon mit Haumessern beschäftigt, aber das Condor Heavy Duty Kukri ist schon nochmal was Spezielles. Und ja, aus dem Grund musste ich auch ein bisschen rumsuchen und habe es dann in Tschechien gefunden. In einem Shop, der heißt Muy Nutsch, das heißt sowas wie mein Messer. Ich packe euch den Link wie immer unten in die Videobeschreibung. Unter all meinen Videos findet ihr Links zu den Artikeln da unten. Schaut gerne mal rein, vielleicht ist es immer noch auf Lager. Und falls ihr euch dafür interessiert, kauft es halt eben da. Das soll keine Werbung sein, aber ja, da habe ich es gefunden. Es kommt hier so super schön verpackt. Ungefähr eine Woche hat es gedauert, ich musste Geduld haben. Aber jetzt geht's endlich ans Auspacken. Los geht's. Zum Einsatz kommt hier mein schönes Fellneifen F1. Yes. Condor. Hier sieht man es schon. Mal aus der Packung hier befreien. Ja, dann schauen wir mal rein in das gute Stück. Als erstes kommt hier die Scheide zum Vorschein, die Lederscheide, die ist schon schön mit dabei, inklusive. Und als zweites, das Condor Heavy Duty Kukri. Ich freue mich. Ja, noch ein bisschen Werbung. Die Messer von Condor. Condor ist übrigens bekannt für gute Werkzeuge. Die sind auch ordentlich gefertigt, ich glaube in El Salvador. Die sind manchmal ein bisschen ungeschliffen, die muss man noch ein bisschen nachbearbeiten, wenn man sie bekommt. Ich bin gespannt, wie es bei mir aussieht. Ja, und dazu noch ein Kleber. Mensch, toll, den kann ich mir irgendwo hinkleben. Okay, weg mit der Packung. Ja, dann würde ich sagen, komm, lasst uns gemeinsam auspacken. Ist hier schön verpackt. Nochmal extra. Boah. Ein Teil. Das sieht ja geil aus. Also erster Eindruck ist, ich bin absolut geflecht. Echt geil. Es ist gut eingeölt. Das liegt daran, es ist aus 1075er Carbonstahl und der ist nicht ganz rostfrei. Das heißt, auch ihr müsst, wenn ihr euch so einen Kukri kauft, müsst ihr es immer mal nachbearbeiten. Ihr müsst immer ein bisschen sauer machen und auch ab und zu mal einölen. Ansonsten rostet es. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist schweinekalt draußen, deswegen etwas beschlagen, aber wow, das ist ein tolles Teil. Unglaublich schwer, fühlt sich richtig gut an. Jetzt ab zu den Daten. Okay, liebe Freunde, dann kommen wir mal zu den harten Fakten, zu den Daten. Das ganze Kukri ist ungefähr 39 cm lang und die Klinge selbst ist ungefähr 25 cm. Das heißt, das Teil ist echt krass lang. Es hat 6 mm Klingenstärke und ist ein Full Tang. Das bedeutet,
Die Klinge geht über den ganzen Griff und das erhöht die Langlebigkeit. Dadurch habe ich das ganze Teil im Griff und es wird nicht irgendwann abbrechen. Es kann nicht funktionieren, weil es geht komplett durch. Full Tang oder voller bedeutet, die ganze Klinge geht durch den ganzen Griff fetzt. Apropos Griff, der ist aus Walnussholz, Nussbaumholz und ja, sieht schön aus, finde ich. Schön dunkel, geht es auch ein bisschen heller. Ist natürlich ein Naturprodukt, das kann also bei euch auch heller aussehen, wenn ihr euch das bestellt. Aber meins ist ein bisschen dunkler und ich finde das richtig geil. Ja, kommen wir mal zum Gewicht. Das Teil ist insgesamt ungefähr 900 Gramm schwer. Man merkt es auch, wenn man es in die Hand nimmt, das ist wirklich ein Teil. Und das ist auch wichtig, weil bei so einem Haumesser ist natürlich ganz sehr relevant, dass hier vorne das Ganze auf jeden Fall richtig stark ist und dass ich damit zuhauen kann. Das heißt, ich kann damit hacken und hauen und kann natürlich auch schneiden. Dafür ist es gedacht. So ein Kukri wurde ursprünglich von den Gurkhas in Nepal verwendet. Und die haben es dort natürlich als Waffe und als Werkzeug eingesetzt. Und wenn wir uns das in Deutschland kaufen, dann soll es bitte nur ein Werkzeug sein. Auch in meinem Falle, ich werde damit hacken und schneiden. Das geht mit zum Bushcraften. Das ersetzt für mich möglicherweise Beil. Und Messer, weil es ist natürlich die Kombination aus beiden und das macht es für mich so attraktiv. Ein Teil, was ich mitnehme und es erfüllt theoretisch beide Welten. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es auch demnächst auf jeden Fall im Wald probieren und werde es mitnehmen auf meine Bushcraft-Touren und dann weiß ich, was es wirklich bringt und wie viel Spaß es macht. Ja, ansonsten, wir haben hier ein leicht mattiertes Finish. Das sieht wirklich hübsch aus. 1075er Carbonstahl. Und wie gesagt, nicht rostfrei. Das heißt, es bedarf ein bisschen Pflege, ein bisschen Einölen, dann habt ihr lange Spaß dran. Hier hinten gibt es Messingnieten, damit ist der Griff befestigt. Und es gibt auch eine Öse, da kann man zum Beispiel ein Stück Paracord durchmachen und dann das quasi um die Hand wickeln. Ist eigentlich immer ganz nett. Dazu kommt hier diese Lederscheide. Und Lederscheide ist wirklich richtiges Leder. Sehr sexy. Es muss natürlich mit zwei Knöpfen geöffnet werden. Kann hier am Gürtel befestigt werden. Ich glaube, ihr seht das auch diese Scheide bei Fritz Meinecke bei Seven vs. Wild im Einsatz. Und ja, dann führt man es hier rein, ab in die Scheide. Die schließt ordentlich dicht. Oh, ganz schön fest, die Druckknöpfe. Genau. Und dann würdet ihr es so am Gürtel tragen können. Ja, wichtig bei einem Haumesser ist, der Schwerpunkt ist hier eindeutig ganz vorn und damit kann ich wirklich zuhacken, zuhauen und damit kriege ich große Sachen auch schön kaputt gemacht. Man kann damit hacken, man kann damit schneiden. Super. Ja, cool ist noch, wenn man bei Condor kauft, bekommt man auf alle Messer und auch auf dieses hier lebenslange Garantie. Das heißt, sollte irgendwann irgendwas damit sein, sollte es komplett auseinanderbrechen, kann ich es einschicken und Condor wird sich darum kümmern. Ja, spannend noch, hier oben ist er abgerundet. Damit es nicht ganz so spitz und scharf ist. Es hat trotzdem eine ordentliche Spitze, da bitte aufpassen. Und ja, die Schneide kommt gut. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum richtigen Test über. Ja, liebe Freunde, als erstes wollen wir mal die Auslieferungsschärfe testen. Und dazu, ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Hulter Force, als das kam, war die Auslieferungsschärfe wirklich einmalig. Ich konnte mir damit die Haare rasieren. Jetzt bin ich bei dem Kukri mal wirklich gespannt, weil man liest unterschiedliche Reviews. Ab und zu mal sagen die Leute, es kommt absolut stumpf an. Ab und zu mal sagen die Leute, es kommt absolut scharf an. Bei Condor kann man erwarten, dass man theoretisch noch ein bisschen schärfen muss, auf jeden Fall. Und ich vermute mal, hier wird es ähnlich sein. Machen wir als erstes mal den Herrschentest. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, ich merke das schon. Das hat ein bisschen Schärfe, aber die ist nicht wirklich gut. Damit gewinnt man keinen Preis. Testen wir es mal an ein Blatt Papier. Okay,
Wow. Okay. Naja, also perfekt ist es nicht. Aber es hat schon Schärfe. Also wenn es hier kommt, verstecken muss es sich nicht. Ja. Es ist schon scharf. Also nicht schlecht. Man kann damit den ersten Einsatz machen, auf jeden Fall. Wenn man aber natürlich ein richtiges Megamesser will, sollte man danach schärfen. Also ich denke, perfekt ist anders, aber schlecht ist es auf keinen Fall. Habe ich euch beinahe unterschlagen. Beim Wegschmeißen der Verpackung habe ich eben gesehen, von Mui Nutsch kommt auch noch ein bisschen Chili-Schokolade zu euch. Das heißt, es gibt doch sogar noch ein kleines Gimmick mit 1% Chili. Wow, das ist nett. Ja, dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen an einen spannenden Test. Wie ihr sehen könnt, habe ich euch hier ein bisschen Obst für Männer hingelegt, das heißt Gemüse. Und ja, es interessiert mich immer noch die Auslieferungsschärfe. Das heißt, was kann man denn eigentlich damit machen? Kann man damit die Tomate schneiden? Okay. Ja, auch hier. Es ist nicht rasiermesserscharf. Ihr werdet es merken. Also man kriegt damit schon eine Scheibe abgeschnitten. Aber ja, super scharf ist anders. Wenn ihr damit Spaß haben wollt, müsst ihr es auf jeden Fall nachschleifen. Und mit dem Nachschliff beschäftige ich mich mal in einem anderen Video. Bloß hier kann schon gesagt sein, wenn ihr das so benutzt, ihr werdet nicht so viel Spaß damit haben, wenn ihr irgendwas wirklich filigranes schneiden wollt. Ihr müsst es auf jeden Fall nachschärfen. Auf diesen Test freue ich mich schon die ganze Zeit. Wie sieht es denn aus, wenn man hier so schön in die Gurke reinhackt? Wie war's aus, oder? Wow. Ich würde sagen, damit kann man schön schnell in der Küche arbeiten, wa? Toll. Geht gut. Ja, natürlich geht es auch diesen Kürbis jetzt ans Leder, weil wir brauchen ein Mittagessen. Und ja, warum nicht mit dem Kukri vorbereiten? Ich würde sagen, versuchen wir es mal. Was denkt ihr? Wie weit geht's rein mit dem ersten Schlag in so einen Kürbis? So eine Kürbishaut ist wirklich hart. Also, ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, das Thema ist nun erledigt. Ja klar, ist ein Kürbis, ne? Ja, absolut. Also für das, wofür es gedacht ist, nämlich hacken, hauen, das geht mehr als spitze mit dem Teil. Passt nur auf eure Finger auf, weil scharf genug, dafür ist es auf jeden Fall auch. Ja, und zum Abendessen soll es für Jula von Rabenstein heute Hühnerbeine geben. Also, warum nicht damit machen? Wow. Yes. Wie ihr sehen könnt, auch da geht das Kukri durch wie Butter. Und das noch nicht mal extra angeschliffen, so wie es kommt. Ja, und auch die Schärfe kann man gut testen mit einem Stück Holz. Ich teste es mal hier. Ja, wie ihr sehen könnt, also stumpf ist anders. Es ist jetzt nicht immens scharf, aber
Damit kann man schon ein bisschen was abtragen, ne? Selbst bis vor zur Spitze. Wobei man natürlich das meiste Gefühl hier vorne an der Ecke hat. Ich werde mal testen, ob ich hier, wenn ich das so halte, etwas durchhacken kann. Das ist sehr nasses Holz. Ich bin gespannt. Ja, auch hier könnt ihr sehen, man hat ordentlich Kraft und das funktioniert. Natürlich kann man auch das feuchte Holz super schnitzen. Da bekommt man gleich richtig Lust damit zu arbeiten und man kann das auch gut führen. Also mit der Hand hier, das geht spitze. Ich würde sagen, das ist echt cool. Das ist hier hinten ziemlich scharfkantig. Das wiederum kann man gut für den Feuerstahl benutzen, um da Späne rauszubekommen. Es ist auch ein bisschen scharf für die Hand. Also ich würde vielleicht Handschuhe empfehlen, weil man sonst auf Dauer nämlich so eine fette Blase bekommt, wie ich sie mittlerweile habe. Aber es geht gut. Ja, liebe Freunde, soweit von mir und vom Condor Heavy Duty Knife, Heavy Duty Kukri. Ich bin begeistert. Das ist ein geiles Teil. Also ich bin heiß geworden durch... Ja, eigenes Belesen über Haumesser und sowas. Und natürlich durch Seven vs. Wild. Und ich muss sagen, das fühlt sich richtig geil an. Also das Teil hat mir heute richtig Spaß gemacht. War super fetzig und ich bin total gespannt auf den Außeneinsatz. Das wird wahrscheinlich das nächste Projekt sein. Mal draußen eine Tour damit und ein bisschen Holz bearbeiten, was bauen, was schnitzen, was hacken, was hauen. Dafür ist es gemacht. Und ja, ich bin gespannt. Erster Eindruck war ziemlich geil, hat mir absolut Spaß gemacht. Mit der Lederscheide hier, die ist absolut sexy, finde ich. Und ja, seid gespannt, liebe Leute. Und meine Abonnenten wissen es schon, ich mache regelmäßig so Reviews und schaue mir neues Zeug an. Besorge mir geile Sachen zum draußen schlafen, besorge mir Sachen für Bushcraft und mache natürlich auch Touren. Zeige euch das Auspacken, mache eine Review, mache einen Test. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Darüber freue ich mich sehr. Damit kann mein Kanal wachsen und es geht weiter mit schönen Videos. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unten unter das Video oder gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich über alles und ich beantworte jedes Kommentar. Versprochen. Lasst es euch gut gehen, geht auch mal raus und genießt die Natur. Euer Robert vom Rabenstein.